wie es statistisch aussieht. SDN gegen Dafung. Es geht auch schon los. Wir sind hier im Loser Semifinals. Und SDN auf jeden Fall explosiv. Dafung und wie sieht das aus? Okay, also der Setcount ist 18 und 4. 22 Mal haben die gegeneinander gespielt schon. Aber man muss dazu sagen, die letzten Niederlagen hat SDN in der letzten Zeit auch bekommen. Also, die letzten vier Sets... Ah Gott, ich komme hier weg. Also, wenn man die letzten fünf Sets nimmt, dann ist es 3-2 für SDN. Der letzte allerdings, das war letztes Nizet, war 3-0 für SDN. Also, ich glaube, bisher waren alle Sets, die Dafung gegen SDN gewonnen hat, 3-2. Statistisch also auf jeden Fall für SDN. Jetzt im Moment leichte Lead. Oh, die Dash Attack haut rein. Fehlt halt nicht mehr viel für den Kill, aber der muss halt erstmal gemacht werden. Es führt keinen Weg drumherum. Ist sehr patient. Der Up-B. Die Nair killt noch nicht. 180%. Ist der überlebt ewig. Jedes Mal. Oh. Das ist wieder Damage, natürlich. SDN hat hier in Aussicht, wenn er gewinnt, gegen Splashmage nochmal das Rematch zu haben. So. Ja, also Dafung hat es hier geschafft, den ersten Stock zu ziehen, aber 129% halten bei Ike meistens nicht lange. Ja, wie ich schon gesagt habe, das geht da ganz schnell. Aber jetzt hier gerade die Chance, Damage zu machen, aber die All-Mix-Up für SDN und es bleibt bei 9%, auch jetzt noch. Ja, schön. Oh, okay. Nice String. 56% sieht schon deutlich besser aus hier. Dafung hat es gerade nötig. Bin mal gespannt auch wieder. Ich analysiere hier immer ganz gerne deren Edge-Game. Beides Spieler, die sehr gut an der Edge sind. Dafung bullied die Leute da mehr. Hält sie da länger, ist dann noch mehr patient. Aber SDN schafft es da meistens schnell rauszukommen. Und Dafung selbst hat auch schon Probleme, teilweise wieder on stage zu kommen, wenn SDN an der Edge ist. Mal gucken. Gucken, wie sich das im Set entwickelt. Im Moment steht es noch 0-0. Oh, 77%. Also Dafung kommt hier näher ran an einen Sieg. Es sieht besser aus als noch letzten Stock. Aber es wird trotzdem, es ist ein Kampf bergauf. Und da ist sie, die Back Air. Killed early. Und das ist das 1-0 für SDN. Auf, ja, wir sehen wahrscheinlich die ganze Zeit nur hier PS2. Nehme ich mal an, es ist meistens so bei den Jungs. PS2. Ich kann ja währenddessen mal ins Silberbracket gucken. Das würde mich gerade mal interessieren, wie das bei denen aussieht. Ja, nicht schnell genug gewesen. Es geht direkt weiter, wie gesagt, auf PS2. Ja, wie sieht es aus? Oh, jetzt gerade die Chance. Oh, schön gemacht von Dafung. Schafft es hier, den Spike zu bekommen. Und das ist halt so wichtig gegen SDN. Wenn er schon mal patzt, dann muss man das ausnutzen. Ja. Okay, also hier im...
tatsächlich ist es so, dass hier im Silver Bracket auch gerade Loser Semifinals gespielt wird. Und zwar Green Shell gegen Akkusativ. Also DDD gegen K-Rule einfach. Sehr cool. Gewinner muss gegen Scorpion. Gewinner muss gegen Eistee aus Rostock. Eistee auf jeden Fall sehr guter Nest-Spieler hier. Wird auch immer besser. Wieder zurück zur Top 8 hier. Loser Semifinals 1-0 für STN. Und im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus für Dafunk. Wobei man sagen muss, dass er einfach auch mehr Prozente braucht, um STN zu killen. Und STN ist auf jeden Fall sehr gut, da drin Damage zu machen. Das ist es halt. Er hat eigentlich... Oh mein Gott! Einfach so den Stock weggeatmet. Das ging so schnell gerade. Ja, und ich wünschte, Skeddy wäre noch hier und würde mit mir kommentieren. Oder Kaya Cosmos. Auch gerade am Start hier im Chat. Es ist auf jeden Fall immer spannender mit zwei Kommentatoren. Sowohl für die Kommentatoren als auch für die Zuhörer. Okay, aber wir haben gesehen, Dafunk hat es hier geschafft auszugleichen, aber STN direkt mit dem Super Damage. Dafunk sehr gut mit diesem komischen Command Grab ein bisschen Damage gemacht. Und wir sind hier fast even. Aber STN will dann den Sack hier auch zumachen. Er merkt, er hat da auch keine Lust drauf hier in dieses Semifinals. Er will jetzt ins Grands. Und zwar so schnell wie möglich. Das macht er mit gut gewählten Grabs. Das habe ich in Doubles gemerkt, als ich gegen ihn gespielt habe. Er macht gute Grabs. Echt gute Grabs. Sehr aggressiv auch offstage. Versucht zu two-frame. Die Jumps zu catchen. Ja. Und die Dash Attack, die SDN Dash Attack, wir kennen sie alle. Der Freight Train. Und das ist das 2-0 für SDN. Wird das hier wie letztes NDZ ein 3-0 für SDN? Oh, kurz die Bojen Boni sichern. Ne? Wie so ein Gacha-Game mal draufdrücken. Rahmen zu OP. Ja, das glaube ich dir sofort. Ich brauche jetzt auch unbedingt einen Rahmen. Wir haben die Schedule eine Stunde nach vorne gebracht, damit wir auch mal hier rechtzeitig rauskommen. Mal gucken. Also wenn das hier ein schnelles 3-0 für STN wird, kann ich mir vorstellen, dass das auch klappt. Aber der Funk hat dann auch noch ein Wörtchen mitzureden und wenn er das knapp macht, dann werden wir auf jeden Fall noch nicht um 18:30 Uhr raus sein. Ist jetzt schon 18 Uhr, ne? Ja. Okay. Jetzt weiß ich noch mehr beeilen. Okay, also beide sehr patient gerade. Dash-Attacks immer. Er versucht STN ist greedy, schafft es aber nicht. Würde aber auch nicht gepunished von Dafunk. Er hat es versucht, aber von dem Engel ist das auch schwer. Oh, okay. Dafunk verliert hier den Stock. 126% kann man natürlich schnell beseitigen, aber STN gerade mit Momentum. Oh, und das war hart. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Krass. Ja, und so schnell kann es gehen. Eben sah es noch ziemlich even aus und es war nur eine Attacke Entfernung. Und jetzt ein ganzer Stock und mehr. Okay, jetzt ist es noch ein ganzer Stock. Das heißt, es ist wieder Damage. Damage oder Spike? Okay, Extended Combo, Near into Fair. Für den extra Damage. Und nochmal die Up Air. Oh, und das killt fast. Ja, jetzt wird es langsam haarig hier für Dafunk. Und er kommt mit dem Mix-Up.
Habe ich es so noch nicht gesehen. Downfront mehr. Aber schwierig. Guter Damage. Oh oh. Creepy. Schön. Gut, ich würde nach dem Set auf jeden Fall mal gucken, ob jemand kommentieren will. Damit ich den Leuten mal... Wir haben von Nintendo so eine Goodie-Bag bekommen. Ui! Und das war's. 3:0 für SDN, so wie letztes Mal Tatsache. Und jetzt sind wir im Losers Finals. Und zwar das Rematch aus Winners Quarter Finals.